we're able to fly. This is my story, I live and let die, oh yeah. Der Körper schreit schwer, aua. Also ein bisschen viel, zwei Shows sind heftig. Muss nicht jeden Tag sein. Wir waren gestern, nach der Premiere, waren wir ein bisschen zu entspannt. Das war so gut, schon. Da war die Einstellung schon nicht mehr so gut. Das geht einfach nicht, du musst voll da sein. Das Saarland war sehr, sehr hart zu erkämpfen für uns. Wir haben viele Jahre gebraucht, bis die Saarländer uns vertraut haben. Und erst 2001 war das erste Mal ausverkauft in der Saarlandhalle. Aber seither sind die Leute sehr treu und wir freuen uns riesig, wiederzukommen. Ist in der Saarlandhalle auch der Kontakt zu den Magic Artists entstanden? Nein, das war bei einem Open Air. Vor ein paar Jahren haben sie mir mal eine Kassette in die Hand gedrückt. Und seither sind wir in Kontakt. Hinter der Bühne dieser Show haben sich die saarländischen Artisten eingerichtet. Die Umkleide der Männer teilen sich die Tänzer mit DJ Bobo, der jedoch seine eigene Ecke hat. In der Maske werden vor und während der Show die Vampire zum Leben erweckt, um dann auf die Bühne zu stürmen, in deren Mitte der große Drachenkopf liegt. Der Aufwand für die Bühne ist enorm. 32 Techniker, 40 Aufbauhelfer, 7 LKW und 4 Busfahrer ermöglichen die Logistik. Im kommenden Jahr muss die Bühne dann täglich auf- und wieder abgebaut werden. Die Fans sind mit dem Ergebnis der Proben sehr zufrieden. Also ich fand die heutige Show sehr, sehr gut. Vor allen Dingen die Magic Artists haben ihren Job sehr, sehr toll gemacht. Tolle Show. Besonders die Männchen mit den blauen Blinklichtern. Und ansonsten war die DJ Bobo Show auch gut. Pyrotechnik, sehr gut. Fast alles gut zusammen. Die Magic Artists? Ja, die kennen wir von letztem Mal schon. Passen gut da rein eigentlich, ja. Es gab Gutes und Schlechtes. Ich finde die Bühne sensationell, die Kostüme gut. René, sein Witz ist immer toll. Die ganzen Tanzchoreografien. Top, wie immer, Pyrotechnik, geil. Stimmung war auch super. Also gut fand ich Magic Artists, die Pyrotechnik und auch die Sprechparts zwischendrin. Und schlecht fand ich zum Teil Kostüme oder Make-up und Songs teilweise, die nicht reinpassten. Ich war wunderbar!